Ein Baudokumentation von einem GPS Auger MI6 bei einem Mercedes Artigo. Wir brauchen einmal das Signal, wenn der Flug unten ist. Das heißt also entweder hier, den kann man hier bedienen oder hier bedienen, aber es geht ja beides auf einen Strang, das ist egal. Und dann brauchen wir das Signal, wenn der Streuer hinten eingeschaltet ist zum Streuer. Für den Abgriff des Streuers gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir zeigen in dieser Dokumentation zwei Varianten, die bei der Montage herangezogen werden können. Auch für den Abgriff für den Flug werden wir eine Alternative aufzeigen. Der Deller, sobald der Streuer jetzt den Beimodus ist, der Deller läuft ja immer mit bei jedem Einschalten. Es geht dann nur darum, wenn der das Salz streut, dann läuft hier drin diese Schnecke, die Förderschnecke. Und die läuft nur, wenn die jetzt eingeschaltet ist, nach Geschwindigkeitssignal. Die Dokumentation wird an einem Schmidt-Stratus-Aufbau vorgenommen. Bei einem Mercedes Artigo. Die Fabrikatsnummer bzw. Seriennummer finden wir hier, S5354-1001. Man sollte sich jetzt hier vergewissern, ob gegebenenfalls eine Schnittstellenkontaktierung direkt möglich ist oder ob der Abgriff an der Elektronik stattfinden sollte. Zum Datenabgriff des Streuers über die Steuereinheit gibt es von der Firma Schmidt das AL-Protokoll, welches über eine RS-232-Datenschnittstelle abgerufen werden kann. In unserer gezeigten Dokumentation ist die Kontaktierung zur RS-232-Schnittstelle nicht möglich, da der vorhandene Typ über diese Kontaktierung nicht verfügt. Sollte die RS-232-Schnittstelle vorhanden sein, ist eine Kontaktierung zum GPS Auger MI6 über diesen Anschluss ebenso möglich. Wie bei allen GPS-Augen sollte der Stromanschluss an 12 oder 24 Volt Dauerstrom erfolgen. Um den Anschluss vorzunehmen, entfernen wir zunächst auf der Beifahrerseite diverse Abdeckungen. Um die Kontaktierung an den Stromanschluss sehr einfach vorzunehmen, entfernen wir auch den hier gezeigten Lüftungsschacht. Die Kontaktierung zur Stromversorgung nehmen wir an den hier gezeigten Anschlüssen vor. Stromabnahme fürs GPS Auger MI6 tätigen wir jetzt mittels diesem Flachsteckschuh. Da bei den Mercedes-Fahrzeugen oftmals hier der ideale Fundort für die Stromabnahme ist von Dauerstrom. Hier finden wir einmal die Masse und hier neben dann gleich auch wieder den Dauerpluspol. Die Positionierung der Antennen ist maßgebend entscheidend für die Funktion des gesamten Systems. Somit sollte bei der GPS-Antennenmontage auf die Ausrichtung sehr genau geachtet werden. Eine GPS-Antenne benötigt nach Möglichkeit stets einen freien Blick zum Himmel. Bei einer Magnet sollte auch auf die Gegenpolarisierung mittels Metall geachtet werden. Wir haben jetzt hier eine versteckte Antenne angebracht, die hier unten drin liegt. Das ist eine Magnetantenne, eignet sich hier, weil hier auch der Metallrahmen natürlich magnetisch ist. Hierzu haben wir mit dem Schlüssel hier etwas aufgebogen und konnten dann die Antenne hier unten reinlegen. Und zuvor haben wir hier diese zwei Schrauben entfernt. Und jetzt werden wir das Kabel von der Antenne hier nach drüben verlegen.
Im Idealfall werden Antennen für die Dachmontage verwendet. Sollte eine GSM-Scheibenklebeantenne wie in diesem Einbau verwendet werden, wäre darauf zu achten, dass diese im Gegensatz zur GPS-Antenne nicht auf einen Metalluntergrund montiert wird. Ebenso wie die GPS-Antenne zum versteckten Einbau nutzen wir jetzt auch eine GSM zum versteckten Einbau. Kleiner Hinweis, wenn man so eine GSM-Scheibenklebeantenne nutzt, empfiehlt es sich, die Polarität senkrecht auszurichten, da bei einem waagrechten Einbau die Felder, die Synchronalität, nicht so aufgefangen wird wie bei der senkrechten Montage. Dementsprechend bringen wir das Ganze auch jetzt etwas senkrecht hier an. Was auch vermieden werden sollte, ist, dass man es auf Metall anbringt. Das eignet sich nicht so. Glasscheibe wäre absolut okay oder natürlich Kunststoff. Die doppelte LED-Anzeige bei einem GPS-Auger M-ISIX signalisiert über die Farben Rot, Grün und Blau den aktuellen Status. Leuchten beide LEDs grün, bedeutet dies, dass sowohl der GSM-Empfang als auch der GPS-Empfang hergestellt werden konnte. Leuchtet nach einer CAN-Bus-Kontaktierung die Anzeige hin und wieder blau, bedeutet dies, dass auch Telemetriedaten übermittelt werden. Um Telemetriedaten zu übermitteln, muss entweder die direkte Verbindung zur Flottenmanagement-Schnittstelle hergestellt werden oder ein induktiver Abgriff vom CAN-Bus-System. Oft gibt es verschiedene Anschlusspunkte in einem Fahrzeug, die genutzt werden können. Drei Möglichkeiten werden nachfolgend gezeigt. Wir haben jetzt im digitalen Dacho den CAN abgegriffen und mit dem CAN-Analyzer analysiert. Es kommen auf 500 Kilobit pro Sekunde kommen die Identifier. Die sind nach J1939, also FMS-Standard, und das ist eine größere Anzahl. Also dementsprechend können wir das hier oben abgreifen. Ja. Ja. Das ist bei sehr vielen Fahrzeugen möglich, sollte jedoch sich immer vergewissern, da auch Gateways Daten kanalisieren und filtern. Hier ist es so ausreichend, dass wahrscheinlich da keine Filterung stattfindet, so dass man hier den kompletten Motorcampus vorfinden. Hier sehen wir die genaue Belegung, wobei hier das CAN-Low das Grüne ist und CAN-High das Blaue. Da es sich hier nicht um die Flottenmanagement-Schnittstelle handelt, sondern um den CAN-Bus, müsste der Abgriff an diesen Kontaktierungspunkt induktiv stattfinden. Wir empfehlen beim induktiven Abgriff, die Kontaktierung zusätzlich nochmals zu fixieren, wie hier gezeigt. Die Verlegung des Kabels könnte dann sehr einfach über den Fahrzeugholm stattfinden. Wir schauen jetzt hier nochmal nach einem Alternativfundort für Fahrzeugtelemetriedaten. Und wir haben jetzt hier auch nochmal identifiziert, dass auf diesem weißen Stecker mit dem blau-grünen Kabel auch der Motorcampus wieder verfügbar sein müsste. Die Identifier und die Baudrähte sind zumindest hier dieselben. Somit könnte man auch hier einen induktiven Abgriff vornehmen. Und alle guten Dinge sind drei, und somit findet man hier unten an der platinenförmigen Anbringung, wo dieser graue Stecker ist, auch nochmal den Motorcampus auf den grün-blauen Kabel und können es somit hier auch abgreifen. Wir haben uns jetzt hier für die Kontaktierung über diesen grauen Stecker, der auf diese platinenförmigen Anschluss geht, entschieden. Und auch hier ist es so, dass das grüne CAN Low ist und das blaue CAN High. Und wir greifen das induktiv mit dem CAN Click jetzt ab und werden danach auch nochmal zusätzlichen Kabelbinder anbringen. Um CAN High und CAN Low zu identifizieren, muss zunächst in den meisten Fällen die Zündung eingeschaltet werden. Auch ist es möglich, die Polarisierung mittels Ohmmeter zu messen, was wir in einem weiteren Tutorial zeigen. Steckerbezeichnung sehen wir hier, Z3X1.
grün bedeutet, dass das angelegte Signal korrekt ist und funktionabel. Also in dem Fall haben wir GPS, haben wir bereits Empfang. GSM noch nicht. Das könnte daran liegen, dass das Gerät vielleicht auch noch nicht aktiv ist. Zur Aktivierung des Gerätes muss man hier hinten auch immer die Seriennummer ablesen. Was jetzt noch an Signal fehlt, ist, ob Fahrzeugtelemetriedaten ankommen. Und hierzu müssen wir natürlich die Zündung zunächst einschalten. So, warten wir mal. Okay. Also wir bekommen jetzt auch das blaue Signal, auf das wir gewartet haben, wo wir signalisiert bekommen, dass Fahrzeugtelemetriedaten erkannt werden und übermittelt werden. Geschätzt haben wir jetzt 1,5 bis 2 Minuten gewartet und dann kam die Anzeige der LED. Mit der Inputbox kann man 2 digitale Signale übermitteln von 6 bis 24 Volt. Ist verbohlungsgeschützt, ist überspannungsgeschützt. Wenn das Signal anliegt, leuchtet hier die Leuchtdiode, die entsprechende rot. Wichtig ist es zum Beispiel bei massig geschalteten Signalen, wird dann die Plusklemme an Dauerplus gehängt und die geschaltete Masse an Minus. Oder bei Plusgeschalteten einfach Minusklemme an Masse und Plusklemme an das geschaltete Plussignal. Hier haben wir jetzt die Inputbox an das GWS-Auge angeschlossen. Und die Signalkabel, die wir jetzt sowohl von den Streuer als auch von den Schieber abgreifen, klemmen wir jetzt jeweils hier drauf. Und die LEDs signalisieren uns dann auch, ob geschalten ist oder nicht. Als nächstes analysieren wir den möglichen Abgriffort für die Signalidentifizierung des Steuers. Da sich nach der Analyse zeigt, dass am Schaltpult im Führerhaus die Spannungsdifferenz an der LED-Anzeige zu gering ist für den Abgriff mittels Inputbox, entscheiden wir uns für einen Abgriff am Schaltschrank des Steuers. Die ideale Mindestspannungsdifferenz für die Signalerfassung bei einer Inputbox beträgt ca. 7 Volt. Über den Schaltplan von der Firma Schmidt identifizieren wir die Klemme 4 als geeigneten Abgriffspunkt, da an dieser Position das Regelventil für den Streuer kontaktiert ist. Hier auf der Klemme 4 ist das Regelventil für die Schnecke zur Salzförderung und auf dieses Signal 4 haben wir uns geklemmt und greifen das Signal über die Inputbox vorne wieder ab. Jetzt den schwarzen und roten Kabel. Dieses Kabel verlegen wir, indem wir einen vorhandenen Kabel bauen, uns ebenfalls kontaktieren und dann wiederum das Signal vorne abgreifen. Ja, und über diesen Stecker wird das Signal nach vorne geführt. Nachdem wir die zur Verfügung stehenden Pins am Stecker im Führerhaus festlegen konnten, nehmen wir an der Klemmvorrichtung den Abgriff der beiden Kabel für die Signalübertragung vor. Hier sieht man auch nochmal, dass man von den vorhandenen Kabeln, das von hinten kommt, 2 Leerkabel jetzt eben genutzt hat. Einmal das Kabel mit der Nummer 7 und einmal das Kabel mit der Nummer 5 und hat jetzt das Kabel hier rausgeführt. Eben auf die Inputbox gebracht. Den Anschluss von den Streuer haben wir jetzt auf Signal 2 gelegt. Einmal Plus, einmal Minus, also einmal für die Signalführung, einmal für die Masse. Und werden jetzt den Streuer dann auch mal einschalten, um zu ermitteln, ob dann die LED leuchtet. Und anschließend im Portal werden wir nachschauen, was für Bitwert übermittelt wird. Und werden dann den für Streuer 1 bezeichnen. Hinweis: Bitte lesen Sie auch stets das Informationsblatt für das gelieferte Zubehör vor der Montage genauestens durch. Wir haben jetzt Dauerleuchten von dem Statusbot, da hier Spannung von 1,2 Volt circa anliegt. Und wir messen jetzt unter der eigentlichen Last, also das heißt, wenn der Streuer an ist, da erhöht sich die Spannung auf 7,4 circa. Natürlich leuchtet auch hier wieder die LED, aber etwas heller. Und wir werden jetzt was einbringen, um die untere Spannung zu eliminieren, um das Input-Signal deutlicher wahrzunehmen. Und es wird dann hier eingearbeitet.
Eine Möglichkeit, um den unteren Spannungswert zu entfernen, ist mittels einem Zubehör, was erlaubt, die Spannungsschwellen zu regulieren. Dieses Zubehör klemmen wir für einen Praxistest zwischen Signalkabel und Inputbox. Da im Praxistest neben noch kleinen Spannungswerten im ausgeschalteten Zustand auch noch wechselnde Spannungsoberschwellen zu erkennen sind, analysieren wir zunächst die Eingangswerte mit dem Spannungsregler etwas genauer. Danach werden wir uns zu einer Alternativlösung ohne den Spannungsregler entscheiden. Also wir messen jetzt hier mit dem Oszilloskop das Signal von hinten von der Schnecke. Wir gehen hier drauf und sehen hier oben auf dem Oszilloskop ein Pulssignal. Das Verhältnis zwischen ein und aus gibt die Geschwindigkeit der Schnecke an. Wir messen hier jetzt ein Verhältnis von 12% an und 87% aus. Da wir hier beim Salzstreuer kein Signal haben, das entweder aus oder an ist, sondern gepulst, ist es hier notwendig, das Ganze eventuell zu parametrieren. Wir haben den vollen Zugriff auf MI6 und können somit auch flexibel reagieren. Und durch eine kleine Anpassung in der Software war es möglich, dieses Signal problemlos zu erfassen. Um die notwendigen Parameter zur Signalerfassung für den Streuer an ein GPS-Auge zu übertragen, bietet sich die Möglichkeit, dies über das Webportal GPS Explorer vorzunehmen. In dem Portal findet man dort unter Anwendungen, Geräte, Konfigurationen unterhalb der Auswahl der eingesetzten GPS-Augen die verschiedensten Profile. In diesen Profilen ist es möglich, Einstellungen, die einmal definiert wurden, abzuspeichern und sie dann bei Notwendigkeit an das ausgewählte GPS-Auge zu übertragen. In unserem Fall handelt es sich um das Profil mit dem Namen Streufahrzeuge. Durch den rechten Auswahlbutton kann man nun die GPS-Augen auswählen, an denen das Profil übermittelt werden soll. Das Passwort zur Übermittlung muss zuvor beim Customer Support von der GPS over IP angefragt werden. Wir sehen hier bei Info eine Zahl, die größer ist wie 64. Das bedeutet, dass die Schnecke als angeschaltet erkannt wurde. Wenn wir die Schnecke jetzt ausschalten, habe ich jetzt hier am Steuergerät gemacht, dann fällt der Wert runter auf 0 und es wurde erkannt, dass die Schnecke aus ist. Auch bei den Schieber analysieren wir zunächst, ob ein direkter Abgriff des Signals im Führerhaus getätigt werden kann. Da die Ansteuerung für den Schieber von der Aufbauherstellerfirma Meiler bei diesem Typ im Fahrzeugführerhaus ebenso keine Abgriffspunkte vorsieht, versuchen wir zunächst die Signalübertragung an den Steuerblock hinter dem Führerhaus vorzunehmen, was eine Möglichkeit ist. Die nun gezeigte Abgriffsmöglichkeit ist nutzbar zur Signalerfassung bei Absenkung des Schiebers. Diese Möglichkeit dient jedoch nicht ideal zur Lösung der gestellten Aufgabe, da die klare Unterscheidung zwischen flugaktiv und nicht aktiv nur schwerlich durch das gelieferte Signal zur Berechnung dient. Daher zeigen wir auch diese Möglichkeit nur exemplarisch. Ich habe da bloß auf V-Lenser drauf geklickt, damit ich die Kabel nicht durchtrennen muss. Ja, jetzt müssen wir auf Stecker 2. E2, das ist der Sensor, oder der geht auf Magnetventil senken. Und gleichzeitig als Umschaltventil für Flugentlastung. Y2 steht für Senken, Steuerschieber, haben wir hier. Und das ist Steckplatz
E2. Es wäre anzumerken, dass seitens der GPS over IP stets empfohlen wird, Kontaktierungsstellen mittels Lötung zu kontaktieren. Faulenzer, Lüstenklemmen oder Schnellverbinder sollten möglichst vermieden werden. Vor der Kontaktierung sollte auch auf die Unterbrechung der Stromversorgung geachtet werden. In den hier gezeigten Beispiel muss hierzu die Zündung ausgeschaltet werden, sowie eine Trennung der Hydraulikstromzufuhr vorgenommen werden. Damit ich mit diesem Magnetventil schalte ich die Hydraulikstromstreuer frei. Also wir haben zwei Kabel auf den Steuerblock mit Y3 bezeichnet, für die Funktionssenken aufgeklemmt. Und einmal für die Signalführung und einmal für die Masse. Einmal für die, genau. Okay, Hydraulik ist an. Was im Nix? Ja, jetzt mal kurz was da. Im Test zeigt sich, dass der Signalabgriff über den Kontakt E2 nicht ideal zur Unterscheidung der Schieberposition, oben oder unten, geeignet ist, da dieses Signal nur kurz die Information bietet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt. Bei dem Schieber gibt es eine sogenannte Schwimmstellung, wenn dieser im Flugmodus ist. Da auch diese Schwimmstellung mittels des Signals über den Kontakt E2 nicht zu erfassen ist, entscheiden wir uns zu einer Alternative, die wir nun zeigen. Mittels einem Magnetschalter, welchen wir direkt an dem Schieber montieren, erfassen wir die Schwimmstellung, sobald der Schieber kurz vor dem Boden ist. Durch die Spannungszufuhr von 24 Volt übergibt der Magnetschalter das geeignete Signal, welches somit ideal von der Inputbox verarbeitet werden kann. Für die Montage des Magnetschalters fertigen wir hierzu einen speziellen Halter, der in der Lage ist, die genaue Position der Schwimmstellung zu erkennen. Zu guter Letzt verlegen wir das Kabel in das Fahrzeuginnere und verbinden das Ausgangssignal des Magnetschalters inklusive der Fahrzeugmasse mit der Inputbox. Das GPS-Auge wurde von Kunden hier oben jetzt montiert, wobei es nicht unbedingt sehr fest ist. Wir werden das jetzt nochmal ändern, weil auch in den GPS-Auge MI6 ein Trägheitssensor verbaut ist, der zur Fahrstilanalyse genutzt werden kann. Und dementsprechend sollte es sehr fest montiert werden. Und dann werden wir jetzt noch eine Alternativanbringung hier finden. Der Kunde hat sich hier für das GPS-Auge MI6 entschieden, wobei hier Vorrusthalter von Mercedes vorgesehen ist, wo das GPS-Auge in Bonn sehr gut angebracht werden könnte. Hier könnte man auch die Vorrichtung für das Kabel vornehmen. Und wir stecken das jetzt mal hier an, um das auch mal zu demonstrieren. Telemetrie, also könnte ich alles darüber abrufen. Und da ist Rückfahrkamera, könnte ich hier aktivieren. Dann ist wiederum hier die ganze Kommunikationssachen, die Aufträge auch hinschicken kann. Also ich könnte auch sagen, wo der jetzt reinigen soll, wo der aktiv sein soll. Dann wählt er sein Ziel, also seinen Auftrag aus, sagt starten. Und dann wird das Ziel auch in die Navigation übergeben, wo er geführt wird. Und habe da halt verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Aha. Und hinten dran zahlreiche Anschlüsse. Sowohl digitale, analoge Signale kann ich abnehmen, Fahrzeugtelemetrie zweimal, dann den digitalen Tacho, also da ist alles integriert in den Gerät. Der Halter passt eigentlich ideal dazu.